Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu dem gemeinsamen Webinar von Dr. Haug und Kosmetik International, in dem es um ein wichtiges, zeitgemäßes und zukunftsträchtiges Thema geht: Photoaging und lichtbedingte Hautschädigungen. Diese Wissensvermittlung findet in einer ebenso attraktiven wie passenden Umgebung statt. Wir befinden uns hier in dem exquisiten Spa-Bereich des renommierten Althoffsee-Hotels Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee. Hier können sich die Gäste im Rahmen von einer Kosmetikbehandlung unter anderem auch mit den Produkten von Dr. Haug verwöhnen lassen. In unserem Webinar werden Sie heute Abend über die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse informiert. Die Vorstellung innovativer Wirkstoffe gehört selbstverständlich auch dazu. Sie lernen zudem die ultraverträglichen, wirkstoffbasierten Produkte aus dem Portfolio von Dr. Haug kennen, bei denen diese relevanten Inhaltsstoffe zur Formulierung gehören. Und dabei werden Sie sehen, dass diese sich nicht nur zur äußerlichen, sondern auch zur innerlichen Anwendung empfehlen. Sie haben während des Webinars die Möglichkeit, Fragen zu stellen, indem Sie unten an der Taskleiste auf das Sprechblasensymbol für Fragen und Antworten klicken. Diese werden wir im Anschluss an die Ausführungen von Dr. David Haug dann beantworten. Und nun möchte ich Ihnen endlich die Person vorstellen, die Ihnen heute Abend den fachlichen Input liefern wird. Dr. David Haug ist pharmazeutischer Chemiker und Medizinwissenschaftler mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Naturkosmetik. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Brigitte im Allgäu ein eigenes Forschungsinstitut. Sein Schwerpunkt ist die Sicherheit und Wirkung von Natursubstanzen, von Naturstoffen in der Kosmetik. 2018 hat er seine Premium-Naturkosmetikmarke Dr. Haug auf den Markt gebracht und hierfür zudem ein Behandlungskonzept für das Kosmetikinstitut entwickelt. Und jüngst ist von ihm auch ein Buch erschienen, das ist Schönheit des Lebens. Hier betrachtet er dieses Thema in all seinen Facetten und der ganzheitlichen Aspekten. Jetzt habe ich genug geredet. David, jetzt hast du das Wort. Ja, liebe Anja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich heute mit der Zeitschrift Kosmetik International und hier mit dem ganzen Team vom Hotel Althoff und mit Ihnen, liebe Zuschauer, ein schönes Webinar zu verbringen und hoffe, dass Sie informativ und kurzweilig durch die Zeit kommen. Danke, dass Sie sich an diesem Abend diese Zeit genommen haben und ich hoffe, dass Sie einen Mehrwert daraus ziehen. Dann würde ich sagen, können wir mit der Präsentation starten? Sie haben im Anschluss auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie die Frage sozusagen vergessen könnten, einfach gleich in den Chat schreiben. Sie können sie aber auch nach der Präsentation einfach später in den Chat schreiben, wie es Ihnen am liebsten ist. So, wir haben heute ein sehr interessantes Thema mit ganz neuen Aspekten. Und zwar geht es um das Thema Photoaging und um Lichtschutz. Und ich bin mir sicher, da wird das ein oder andere dabei sein, was Sie bestimmt noch nicht wussten. Anja hat uns ja schon vorgestellt, wir kommen hier aus dem Allgäu. Nur damit Sie nochmal ein Bild gesehen haben, die Mutter von unserer Marke ist sozusagen ein Forschungsinstitut. Dort forschen wir an der Wirkung und Sicherheit von Naturstoffen, im speziellen Kosmetika, aber auch Arzneimittel. Und wir haben seit 2018 unsere eigene Premiumlinie, Dr. Haug. Und hier im Hotel Althoff, wo wir uns auch gerade befinden, wird diese Marke auch im Spa verwendet. Und meine Kollegin, die Dr. Anja Rieck, hat heute Abend auch schon eine schöne Behandlung gekriegt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wunderbar, also wirklich sehr schön, sehr angenehm. Super. Ja, dann starten wir schon steil in das Thema ein. Und zwar, was Sie bestimmt aus den Medien oder auch aus Ihrer Ausbildung her kennen, ist, dass UV-Strahlen Hautalterung, Pigmentierung und Hautkrebs verursachen. Sie sehen hier einen griechischen Taxifahrer, der 20 Jahre seines Lebens mit dem heruntergelassenen Fenster Auto gefahren ist, beziehungsweise Taxi gefahren ist. Und Sie sehen die Hautalterung auf seiner linken Gesichtshälfte. Und auf der rechten Gesichtshälfte, die in den Innenraum gezeigt hat, die nicht den Strahlen exponiert waren, eine deutlich bessere, stabilere Gesichtshaut. Auf der linken Seite sehen Sie Kollagenabbau, Falten und Furchen, die sozusagen durch Oxidation, durch den Abbau
von Kollagen, Stützgewebe, Fibroblasten, Keratinozyten etc. Erzeugt worden ist. Und das ist ein klares Signal dafür, wie Sonnenstrahlen negativ die Haut beeinflussen können. Hier nochmal im Exzess am Strand, hier sehen Sie, okay, die Haut hat sich schon lederartig verändert. Das ist eine Haut, die einfach sehr stark der Sonne exponiert wurde. Ja, Lichtexposition bzw. Photoaging ist wirklich Faktor Nummer eins, wenn wir über Falten sprechen. Wir haben eine DNA-Schädigung, wir haben einen Verlust an Immunzellen und die Hautdichte wird dünner. Und das Ganze wird begleitet von Pigmentflecken und einer Faltenbildung, die auch quer vernetzt ist, die also nicht eine normale Mimikfaltenbildung ist. Jetzt eine Frage an Sie. Ich gebe Ihnen eine oder sagen wir 2, 3 Sekunden Zeit für sich, diese zu beantworten. Schützen Lichtschutzfilter in Sonnencremes vor Licht und vor Sonne? Also wenn Sie zum Beispiel eine Tagescreme benutzen und da ist ein Lichtschutzfaktor 30 oder 50 drin, haben Sie das Gefühl, dass Sie vor Licht oder vor Sonne geschützt sind? Jetzt kommen wir hier in die Auflösung. Sie sehen, die Sonne emittiert Licht. Und das Licht wird aufgeteilt in die relativ bekannte UV-Strahlung. Und die UV-Strahlung macht im Wesentlichen über das UVB den Sonnenbrand, also das Burning, und UVA-Strahlen, dieses Aging. Und genau hier setzen Lichtschutzfilter an. Hier konzentrieren sich die Schutzwirkung von Lichtschutzfiltern. Wir haben einmal eine reflektorische oder eine Absorptionsschutzwirkung, die die negativen Folgen der UV-Strahlen abhält. Jetzt haben wir eine Herausforderung. UV-Strahlen sind nur 5% der gesamten Sonnenstrahlen. 95% sind andere Strahlung, zum Beispiel sichtbares Licht oder Infrarotlicht. Und das sichtbare Licht lässt sich wieder aufspalten in das relativ bekannte blaue Licht, aber auch ultraviolettes Licht und andere Lichtspektren. Dann haben wir das Infrarotlicht, das lässt sich in Infrarot A und Infrarot B aufteilen. Und alle diese Strahlensegmente, die die Sonne emittiert, lässt freie Radikale in ihrer Haut entstehen. Aber nur die UV-Strahlung lässt einen Sonnenbrand bei Ihnen erzeugen. Das bedeutet, Sie benutzen eine Tagescreme oder eine Lichtschutzcreme am Strand. Sie kriegen keinen Sonnenbrand, aber Sie haben trotzdem einen gewissen Sonnenschaden, weil 95% der Strahlung, auch wenn diese schwächer ist als die UV-Strahlung, nicht abgehalten werden kann durch den Sonnenschutzfilter, weil diese wirkt nur im UVB und UVA-Bereich. Was bedeutet das nochmal konkret? So, jetzt sind wir gerade nochmal. Ah ja, okay. Einen Moment, wir haben ein kleines technisches Problem, aber wir haben es schon wieder im Griff. So, wir können aber eine weitere Komponente an Schutzwirkung hinzufügen. Und zwar neben der reflektorischen Abstrahlung durch Mineralpigmente, der UV-Strahlung oder der Absorption durch organische Lichtschutzfilter gibt es eine weitere Komponente, die zwar keine Lichtschutzfilter ausweisen darf, aber die über einen antioxidativen Wirkmechanismus die negativen Folgen von Sonnenstrahlung komplett neutralisieren kann. Also das bedeutet nicht nur UV-Strahlenschäden, sondern auch Infrarotstrahlenschäden oder sichtbare Strahlenschäden, also von sichtbarem Licht, die auch eben freie Radikale erzeugen. Und das kann eben durch Antioxidantien passieren, wie zum Beispiel in unserem DNA-Repair-Serum enthalten sind. Da ist der bekannteste Vertreter das Astaxanthin. Da komme ich gleich später nochmal drauf, was das ist und was das macht. Und aber auch die Fotolyase, ein Enzym, was sozusagen die DNA repariert. Hier zeige ich Ihnen mal einen Test, und zwar ist es ein Querschnitt an Haut. Und zwar oben sehen Sie die Haut gesund und vital, unbehandelt, unbestrahlt. Darunter, B, sehen Sie die Haut bestrahlt, und zwar mit UV-Strahlen in einer hohen Intensität.
Da sehen Sie, dass die Zellkerne schon aufgeplatzt sind und oben das Stratum corneum aufgelockert ist und sich abschilft. Und unten bei C sehen Sie die Haut behandelt mit dem DNA-Repair-Serum mit Astaxanthin enthalten, einem Antioxidans, was sozusagen diese freien Radikale, die durch die Strahlung erzeugt worden ist, neutralisieren kann. Und hier sehen Sie, dass die Haut in einem deutlich besseren Zustand ist. Also es gibt eine Schutzwirkung gegenüber Sonnenstrahlung. Das vorher war nur ein Test an einer Haut. Es gibt aber auch eine Studie von der Universität Graz an der Fakultät für Medizin, hat man Astaxanthin auf einen Unterarm aufgetragen. Und den linken Arm hat man sozusagen mit Astaxanthin bestrichen und den rechten Arm unbehandelt auch bestrahlt. Beide Arme hat man bestrahlt. Und Sie sehen, auf dem rechten Arm hat sich ein Erythem, eine Rötung ausgebildet und auf dem linken Arm haben Sie eine Schutzwirkung durch das Antioxidans Astaxanthin, welches die freien Radikale eliminiert. Was auch ein absoluter positiver Schutzfaktor ist, ist, dass Astaxanthin aktiv absorbiert im Blaulichtbereich. Blaulicht begegnet uns heute überall. Das bedeutet, Photoaging ist nicht nur draußen, wenn Sie am Strand sind, draußen in der Mittagspause, wenn Sie sich der Sonne exponieren oder beim Spaziergang oder im Sport, sondern Sie haben eine Lichtexposition auch drinnen, vor allem vorm Bildschirm, vorm Handy, weil der Blaulichtanteil dort deutlich höher ist. Und darum ist Blaulichtschutz, ein aktiver Blaulichtschutz, essentiell in einer guten Gesichtspflege. Astaxanthin, ein paar Worte zu diesem roten Diamanten aus der Natur. Es ist das stärkste Antioxidans, was wir so in der Natur finden können. Es ist eine Mikroalge, aber eine Megawirkung. Und zwar ist Astaxanthin 6000 Mal stärker wie Vitamin C und 750 Mal wie das Coenzym Q10, welches in der Kosmetik intensiv verwendet wird. Es ist eine Grünalge, die grün ist, aber wenn diese Alge selber Sonnenstrahlung ausgesetzt wird, bildet sie über Nacht diesen roten Schutzstoff Astaxanthin und sie wird über Nacht blutrot. Also diese Grünalge wird rot, weil sie den Schutzstoff Astaxanthin bildet, ein Carotinoid, um sich selbst vor den negativen Sonnenstrahlungen zu schützen. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C, hat Astaxanthin, da es durch seine Bilayer-Struktur direkt in die Haut penetrieren kann und quer drinnen liegt in dieser Membranschicht unserer Haut und an allen Orten wirken kann. Vitamin C, zum Beispiel ein wasserlösliches Antioxidans, bleibt eben eher oben aufliegen, kann schlechter penetrieren und kann auch in dem fettlöslichen Bereich der Zellen nicht wirken. Dort in diesem fettlöslichen Bereich findet Lipidperoxidation statt, also sozusagen die Oxidation unserer natürlichen Hautfette. Hier sehen Sie, wie Astaxanthin aussieht. Es ist am Ende geerntet ein rotes Pulver. Astaxanthin wird von unserem Partner hergestellt in Österreich, der Bio Life Science, und dort unter den weltweit besten Bedingungen nachhaltig angebaut, sogar unter Pharma-Standard. Ein weiterer Schutzstoff, was Sie in unserem DNA-Repair-Serum finden, welches eine weitere Strategie darstellt zur Neutralisierung der Folgen von Sonnenstrahlung, ist das Enzym Photolyase. Photolyase ist ein Enzym, welches unser Körper selber bildet. Und zwar wird es aktiv, wenn wir draußen waren und wir haben eine Sonnenexposition und dann wieder sozusagen abends zurückkehren in unsere Ruhe, dann beginnt das Dark Repair. Und dort werden dann alle DNA-Schäden, so gut es geht, repariert. Das bedeutet, die DNA wird durch die UV-Strahlung oder Sonnenstrahlung aus ihrer natürlichen Ordnung gebracht. Und diese Enzyme, wie zum Beispiel die Photolyase, stellt diese Ordnung und diese also Brüche unter den Genen, diese Bindungsbrüche wieder her. Dieses Enzym wird auch aus einer Alge gewonnen und
setzen wir, und dieses Enzym setzen wir dem DNA-Repair-Serum zusätzlich zum Astaxanthin bei, um eine optimale Schutzwirkung zu entfalten. So, das ist das, was wir von außen tun können. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, der Sonne eine Schutzwirkung entgegenzusetzen, die auch von innen kommt. Dazu möchte ich Ihnen eine Studie von Professor Lademann vorstellen. Professor Lademann ist an der Charité in Berlin und hat ein Jahr lang seinen ganzen Institutsmitarbeitern jeden Morgen einen Fragebogen gegeben und in ihrer Haut die Antioxidantien gemessen. Und Sie sehen an dieser Verteilung der Statistik, dass im Frühjahr und im Herbst die Konzentration an Antioxidantien am niedrigsten sind und im Sommer und im Herbst am höchsten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir im Sommer und im Herbst meistens mehr Früchte und Gemüse konsumieren als im Winter oder im Frühjahr. Darum reichern sich die Antioxidantien aus diesem Gemüse und dem Obst in unsere Haut an und bilden dort eine Schutzbarriere, für innere Entzündung, für innere Radikalreaktionen, aber eben auch für äußere Einflüsse, wie eben die Sonne. Dann wurde der Fragebogen ausgewertet. Und es ist so, dass eben Sonnenstrahlung, Alkoholkonsum, wenig Schlaf, Erkrankungen dieses antioxidative Schutzschild in der Haut reduziert haben. Und das ging ziemlich schnell, über Stunden. Aber das Depot aufzubauen, dauert leider Tage bis Wochen. Eine weitere Studie, die ich Ihnen noch vorstellen möchte, ist, die über 12 Wochen durchgeführt worden ist an der Universität Witten-Herdecke, auch an der Fakultät für Medizin. Dort wurden Carotenoide wie Astaxanthin innerlich eingenommen. Und man hat festgestellt, dass nach 12 Wochen die Haut in ihrer Struktur deutlich vitaler und dicker war. Hier sehen Sie ein Ultraschallbild links vor der Supplementierung mit Astaxanthin und rechts sehen Sie nach 12 Wochen mit der Supplementierung von Astaxanthin ein deutlich durchbluteteres Gewebe, ein dickeres Gewebe, ein besserer Hautschutz intrinsisch durch die Ernährung, durch die Supplementierung von Astaxanthin. Ja, und wir haben uns das Ganze zunutze gemacht und haben Astaxanthin in einer ultrakleinen Kapsel verkapselt, gar nicht in Öl gelöst, sondern in Pulverform, sodass es auch Kinder nehmen können. Wir haben das Ganze nochmal kombiniert mit einem zweiten Antioxidant, und zwar die Superoxid-Dismutase. Was ist die Superoxid-Dismutase? Das ist ein körpereigenes Enzym, welches Schäden im Körper auch, also verursacht durch freie Radikale, eben repariert. Und die Kombination ist holistisch. Das bedeutet, wir haben das stärkste Antioxidant aus der Natur genommen, das Astaxanthin kombiniert mit dem stärksten Antioxidant, was Ihr Körper zu bieten hat. Und diese zwei Antioxidantien kombiniert, um einen Radikalschutz von innen aufbauen zu können. Das Ganze schützt aber nicht nur Ihre Haut, sondern auch Ihre Augen. Sie haben am Augenhintergrund eine Anreicherungsmöglichkeit, eben auch für lipophile Antioxidantien, wie Astaxanthin zum Beispiel. Und dort an dieser Netzhaut, an dem Augenhintergrund, bilden diese Schutzstoffe sich zusammen. Und wenn dort freie Radikale, zum Beispiel durch Sonne oder durch Blaulicht, entstehen, können sie direkt vor Ort optimal wirken. Negative Folgen von zu viel Lichtstrahlung sind zum Beispiel Retinopathien oder Katarakt. Ja, einen Punkt, den ich Ihnen auch noch mitgeben wollte, Pollution. Warum Pollution? Wir reden ja heute über Lichtschutz. Es ist genau der gleiche Mechanismus, der hier stattfindet. Das bedeutet, wir haben von außen Gase, zum Beispiel Abgase, wir haben Schwermetalle, wir haben Feinstaub und die gelangen an unsere Haut, an unseren Körper und die bilden genauso freie Radikale wie die Sonne. Und der Schutzmechanismus der Haut ist exakt dasselbe. Wer zu viel Chemikalien ausgesetzt ist, zum Beispiel Feinstaub, bildet eine Pigmentierung auf der Haut, wie eine Bräunungsreaktion. Weil der Körper bzw. die Haut nimmt die freien Radikale wahr und denkt, aha, okay, ich muss mich schützen und bildet Melanin.
Und deswegen können Antioxidantien aus dem DNA-Repair-Serum oder aus dem Nahrungsergänzungsmittel von innen heraus auch Anti-Pollution vorbeugen. Also das bedeutet, sie haben einen Schutz auch gegenüber zum Beispiel Ozon und den negativen Folgen von Ozon, von Feinstaub oder von Schwermetallen. Nochmal die Zusammenfassung der Strategie Sonne und Strahlung. Meiden Sie am besten die Zeit zwischen 11 und 15 Uhr. Dort ist die Strahlung der Sonne am höchsten. Denken Sie mal an Spanien, dort machen die Leute Siesta und es ist genau diese Zeit, wo am meisten Strahlung ist. Wenn Sie Sport machen, dann einfach davor oder danach. Denken Sie an Ihre Eigenschutzzeit. Jeder hat eine andere Eigenschutzzeit. Denken Sie an den UV-Index. Dieser ist jeden Tag anders und kann beim Deutschen Wetterdienst eingesehen werden. Und denken Sie dran, wenn Sie eine Sonnenschutzcreme nehmen oder eine Tageslichtschutzcreme, dass Sie das DNA-Repair-Serum einfach drunter nehmen, um einfach einen breit angesetzten Schutz zu erhalten. Nicht nur gegen UV-Strahlen, sondern auch gegen die Folgen anderer Strahlung. Schützen Sie besonders Ihre Augen, zum Beispiel mit einer Sonnenbrille, und Ihre Lippen, weil bei den Lippen einfach weniger Melanin gebildet wird und diese einfach mehr der Sonne ausgesetzt sind. Essen Sie bunt, um möglichst viele Antioxidantien aus der Ernährung mit reinzunehmen. Und bei Bedarf ergänzen Sie mit einem Nahrungsergänzungsmittel wie unserem Produkt, um Ihr Auge und Ihre Haut zu schützen. Gerade bei sportlicher Aktivität draußen oder wenn Sie einen Urlaub planen oder das ganze Jahr über, wenn Sie es einfach aus Aging-Gründen nehmen wollen, dass Sie sagen, ja, ich möchte meine Haut vor Photoaging permanent schützen. Und das Gute dabei, Sie haben trotzdem eine Vitamin-D-Produktion, die wird nicht gehemmt. Dann empfehle ich Ihnen noch duftstofffreie und dünne Sonnenschutzformulierung. Duftstofffrei, weil Duftstoffe sind die empfindlichsten Stoffe im Kosmetikprodukt und neigen als erstes zu Nebenreaktionen. Dünne Formulierung, weil sie nach Studien gemäß eher tendenziell deutlich vermehrt aufgetragen werden. Das heißt, sie haben mehr Sonnenschutz. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt schon auf die nächsten Fragen, die kommen. Anja, hast du welche im Chat gesehen? Ich sehe eine Frage. Da wird ja an uns gerichtet oder an dich gerichtet. Wie ist es mit der Wirksamkeit? Also diese Frage bezieht sich auf das Astaxanthin. Wie ist es mit der Wirksamkeit? Bei Astaxanthin hat die Kosmetikerin in der Anwendung einen ganz bestimmten Indikator, der wirklich eindeutig ihr aussagt, das in der Formulierung enthaltene Astaxanthin ist noch immer aktiv. Woran, das ist die Frage, sieht die Kosmetikerin das? Ja, normalerweise sieht man den Wirkstoff ja nicht, aber hier sieht man den Wirkstoff. Allerdings kann es trotzdem sein, dass die Farbe auch unterschiedlich ist, weil bei jeder Produktion, wie bei einem Wein, der jedes Jahr auch eine andere Farbe hat, auch hier über Pflanzenöle oder Pflanzeninhaltsstoffe die Farbe verändert werden kann. Deswegen kann die Rötung schwanken, aber grundsätzlich, wenn überhaupt keine Rötung drin ist, ist auch kein Wirkstoff drin. Also ein Wirkstoff, den man sieht. Genau. Also wenn sie nicht mehr rot sieht, die Kosmetikerin, wenn man es mal so formulieren darf, dann ist eben auch kein Astaxanthin mehr in der Formulierung wirksam und aktiv. Und dann macht es auch keinen Sinn, das Produkt noch anzuwenden. Oder rosa. Oder rosa, genau. Also zumindest der Effekt ist deutlich sichtbar. Genau. Ne? Das Astaxanthin, das hast du ja in den Formulierungen für die Pflegeprodukte. Es ist aber eben auch im Nahrungsergänzungsmittel da, um eben von innen heraus den Lichtschutz zu bieten. Und interessant ist dabei, dass das schon regen Gebrauch findet, im Sportbereich. Kannst du dazu auch nochmal etwas mehr sagen? Wer setzt auf die Wirkung von innen, wenn er Sport betreibt? Ja, es gibt bestimmte Sportarten, wie zum Beispiel Triathleten und speziellen Ironman-Teilnehmer, die müssen schwimmen, Fahrrad fahren
und joggen. Und gerade hier ist es schwierig, dass über diesen langen Zeitraum Sonnenschutz gut funktioniert. Und viel nachzucremen Zeit haben die Leute auch nicht. Deswegen bauen sie schon einen Schutz von innen über die Monate auf gegenüber der Sonne. Das heißt, es wird schon 2 Monate vorher supplementiert, um einen antioxidativen Schutz von innen aufzubauen und damit die Erythemschwelle zu erhöhen. Das heißt, ich habe einen besseren Eigenschutz im Körper gegenüber Sonne. Was ich auch noch sehe, betrifft die Superoxiddismutase, den anderen sehr kraftvollen Wirkstoff, der zum einen ja vom Körper gebildet wird, aber eben auch von außen als sogenanntes sekundäres Enzym zugeführt werden kann. Jetzt stellt sich hier die Frage, ist eine Überdosierung der Superoxiddismutase möglich? Oder gibt es einen Mechanismus, der das vielleicht reguliert? Also es ist eine sehr gute Frage. Gerade bei den lipophilen Substanzen ist es wirklich so, dass es Anreicherung geben kann. Also wir kennen zum Beispiel Vitamin A. Vitamin A kann irgendwann toxisch werden. Es ist sozusagen fettlöslich. Haben wir ja nicht bei uns drin. Das Astaxanthin reichert sich ja auch an. Aber die Superoxiddismutase hat einen komplett anderen Mechanismus. Und zwar ist der Mechanismus so, dass er nur stimuliert. Das heißt, er stimuliert die körpereigene Synthese von Superoxiddismutase. Das heißt, ich kann hier nicht überdosieren. Und wenn ich Astaxanthin einnehme, gemäß der normalen Empfehlung, kann ich hier auch nicht überdosieren. Also da hat im Prinzip bei der Superoxiddismutase der Körper sowas wie ein eigenes Maximum, über das er nicht herausgeht, wenn es darum geht, auch mittels eines Stimulanz von außen die Produktion in den Körperzellen anzuregen. Genau. Eine letzte Frage sehe ich hier noch. Und diese Wirkstoffe, auf die du in euren Formulierungen setzt, die haben unterschiedliche, sind von unterschiedlicher Herkunft. Also wir haben das Astaxanthin von der Blutregenalge, dann die Photolyase wird ebenfalls aus einer Blaualgenart gewonnen, aber die Superoxiddismutase, die ihr verwendet in euren Produkten, die hat einen anderen Ursprung. Kannst du dazu auch noch mal was sagen? Ja, und zwar ist es eine schöne Geschichte, die kommt aus der Provence. Dort hat ein Biobauer, der Cantaloupe-Melonen angebaut hat, im Urlaub oder ist in den Urlaub gegangen und hat mehrere Melonen vor seiner Haustür vergessen. Als er zurückgekommen ist, waren alle verschimmelt, nur eine nicht. Und aus diesem Grund hat er sich intensiver und näher damit auseinandergesetzt. Er hat überlegt, was ist hier passiert? Und dann hat sie dann ins Labor geschickt und diese Melone hat eine Mutation gehabt, dass sie vermehrt Superoxiddismutase produziert hat. Dieses Genmaterial hat der Bauer sich dann geschützt und hat quasi dann nur noch diese Biomelone angebaut. Und aus diesem Biomelonenfeld wird diese Superoxiddismutase extrahiert in Südfrankreich, in der Provence. Also ein sehr spannender Wirkstoff und sehr innovativ. David, vielen Dank für deine Ausführungen. Wir sind am Ende unserer Online-Veranstaltung mit Dr. Haug angekommen und bedanken uns, dass Sie mit dabei waren, und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Sie werden von uns zeitnah noch eine Mail mit einem Link erhalten, über den Sie das aufgezeichnete Webinar nochmals abrufen können. In dieser Mail enthalten sind auch E-Mail-Adressen, falls bei Ihnen doch noch Fragen auftauchen. Dann zögern Sie nicht, schreiben Sie uns eine E-Mail, entweder an Dr. Haug oder an uns in der Redaktion. Wir leiten es gerne weiter, damit wir Ihre Fragen auch entsprechend beantworten können. Mir bleibt an dieser Stelle zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben.